Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wie gesagt, habe ich nach der letzten Aufnahmesession nochmal das Zeug gemacht, was wir so gemacht hatten. Also hauptsächlich eine Handvoll Dukaten, habe alles verkauft und aufgeräumt, was wir nicht so brauchen. Hab Vorgrim und mich mit Einbeersäften noch vollgestopft. Und ja, eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg wieder nach Burg Grimzahn, aber dieses Mal sind wir unterwegs auf ein Ereignis gestoßen. Und das möchten wir uns doch ansehen. Also erstmal regnet es. Also das möchte ich mit euch zusammen ansehen. Erstmal regnet es. Und dann haben wir Wildschweine voraus. Ach, und wieder einen Oger. Oh, der Soldaten getötet hat. Bei meiner Macht. Na klar, du. So, dann hauen wir erstmal den Oka um. Für Ardo. Sanja. Halten, Candidus. So, du hast keine Munition, dann kriegst du erstmal die 20 Schuss. So, der Ogre ist down. Hat Wildschweinfetzen und Fell und die armen toten Soldaten haben nichts Besonderes bei sich, außer einem Langschwert. Was machst du nochmal? Schoss auf eine Wunde. Und du? Ja, du machst eigentlich die Parade besser. Und siehst auch besser aus, ehrlich gesagt. Wobei die 25% Chance auf eine Wunde gar nicht mal so schlecht sind. Wie man jetzt bei dem Ogre zum Beispiel gemerkt hat. Na, ganze Gruppe bitte. Ich versuche jetzt einfach mal die Wildschweine zu ignorieren. So gut es geht, weil ich nicht wirklich einfach ständig alle Tiere töten möchte, die ich so begegne. Ein Verband, gut. Ich habe auch Nasreddin wieder angeheuert, die 200 Dukaten für ihn ausgegeben. So, mehr Gulmond und ein bisschen Belmart, okay. Vielleicht können wir ja die Wildschweine umgehen und uns die andere Seite der Map auch noch angucken.
Auch wenn wir eigentlich nicht mehr so viel Grünmond bräuchten, wie wir jetzt da haben. Ja, wir könnten auch irgendwann überschüssige Kräuter verkaufen. So, noch mehr Belmat. Würselkraut gibt es hier auch noch. Wahrscheinlich, ja, hier an der Brücke ist die Map auch schon zu Ende. Also holen wir uns das Würselkraut als letztes. Und eigentlich regnet es gar nicht mehr und trotzdem hört man den Regen. Also jedenfalls sehe ich keinen Regen mehr. Ich hoffe, Mama versteht mich wegen dem Regen noch. So. Machen wir sicher, jetzt haben wir mal einen Quick Save. Was ich mir wirklich angewöhnen sollte in diesem Spiel. Gut, wegen dem Würselkraut da fange ich mit dem Wildschwein keinen Kampf an. Aber die Einbeeren, die hier am Fluss wachsen, die würde ich mir gerne noch einheimsen. Also ja, es sind zwei Paar Wildschweinchen, also vier Wildschweine insgesamt. Und ein Oger gewesen hier auf der Map. Würselkraut haben wir auch mehr als genug schon in unseren Lagern. Außerdem ist hier ja noch einmal Würselkraut, was wir einsacken könnten. So. Gut, das heißt, wir können jetzt diese Map verlassen und weiterreisen. Reise fortsetzen. Genau. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr Komisches passieren. Nein. Boah, dieser kalte Morgennebel. Ich freue mich schon auf ein kühles Bier und ein deftiges Frühstück auf der Burg. Schaut, die Burg brennt. Ja. Gut. Sicherheitshalber hier einen Quicksave noch machen. Das sollte ich mir auf jeden Fall angewöhnen. Am Anfang, wenn ich eine Map neu betrete, erstmal einen Quicksave zu machen. Weil es halt kein Autosave beim Verlassen oder Betreten eines Gebietes gibt. Das hier ist kein Dungeons & Dragons Spiel. Mein Atem geht ruhig. Bin mir sicher, ich rieche einen Oger. Seid gewarnt, Gefährten. Ja. Ja, hier ist alles eingestürzt, also müssen wir außen rumgehen.
sacken wir alles ein, was wir so können. Nee. So, und da kommt er hier. Zu Hilfe! Orks! Eine ganze Horde Orks ist mir auf den Fersen. Ihr seid es. Euch hat Alvaran geschickt. Wir trafen uns schon in Abestron. Söldner Hügelbold, richtig? Ich bin auf dem Weg nach Burg Grimzahn. Sprich, was ist geschehen? Die Orks sind in die Burg eingedrungen. Ritter Tralda und einige Treue halten noch in den inneren Verteidigungsring. Ich und mein Mitstreiter wurden ausgesandt, um Hilfe zu holen. Erzählt, was wisst ihr noch? Wie seid ihr den Orks vorbeigekommen? Ja, das mit dem Geheimgang kennen wir. Was ist mit eurem Mitstreiter? Ja. Das Auge, ja. Gut. Genau, das waren... Ich versuche mein Bestes. Das war nur eine kleine Ork-Gruppe. Okay, Gladys, du heilst dich am besten mal selber. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Gorakai. Alles klar. Nein, erstmal sollten die Fernkämpfer weg, die sind gefährlicher. Vorgrim, halte den mal auf. Oh, da kommt der Ogre. Mein Atem geht ruhig. Ja. So, ihr kümmert euch um die. Das bin ich. Jetzt wird's Bogenschützen erstmal. Wobei du heil. Meino hier erstmal. Na klar. Sanja. So ein Blitzstich. Find auf den da. Und da sieht man, was das Wunden machen. So ausmachen kann, von dem Schwert vor allem. So, sie hat keine Munition mehr. Dafür haben wir ja genug. Gladys hat auch noch ein paar Bolzen. So, vierte Wunde. Das heißt eigentlich, die nächste Wunde sollte ihn umhauen. Also eigentlich der nächste Schuss. Genau. Gut. Na klar. Du heilst Vorgrim mal. Mein Atem geht am besten ihr beiden.
Aber eure Astralenergie sollte sich ja langsam oder regeneriert sich außerhalb des Kampfes viel schneller. Nur darauf. Lass dich treiben. So, dann sammeln wir mal Zeug.